Axel Schäfer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der AfD-Antrag spricht einerseits von der Souveränität Deutschlands und andererseits vom Vetorecht unseres Landes. Beides ist falsch und ich finde es wichtig an der Stelle, dass wir mal Punkt für Punkt auf diese Argumentation eingehen. Die Souveränität Deutschlands. Am Anfang unserer Verfassung steht in Verantwortung vor Gott und den Menschen von dem Willen beseelt, dass Deutschland gleichberechtigt in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen will. Das ist unsere Staatsräson, das ist die Handlungsgrundlage des Grundgesetzes. Und weil das so ist, kommt der Begriff Souveränität in unserer Verfassung überhaupt nicht vor. Das ist nicht so, wie der frühere Staatsrechtslehrer Karl Schmidt, auf den sich alle Konservative und viele Nazis bezogen haben, der sagte, souverän heißt, über den Ausnahmezustand zu gebieten, sondern die klugen Mütter und Väter unserer Verfassung wollten, dass Deutschland nie mehr so souverän wird, um seinen Nachbarn den Krieg zu erklären. Und das haben wir gemeinsam in 70 Jahren geschafft. Und dann kommen wir zur Frage, was heißt Veto? Klar, Veto heißt, wenn 5 wichtige Mächte im UN-Sicherheitsrat Dinge blockieren können. In Europa gibt es kein Veto, deshalb gibt es auch in den europäischen Verträgen den Begriff nicht. Wie funktioniert aber dieses Europa? Dieses Europa funktioniert, dass alle erst einmal von einem gemeinsamen Willen getragen werden, den Joschka Fischer mal sehr einfach auf einen Begriff gebracht hat. Er hat gesagt, das wichtigste nationale Interesse ist die europäische Einigung. Genau davon ist man getragen. Ich gebe zu, es gibt eine Reihe von Regierungen in manchen Ländern, wo das zweifelhaft ist oder nicht mehr der Fall, aber die Ausrichtung stimmt. Das haben wir gestern bei dem schwierigen Kompromiss über Klima ja auch erlebt. Und dann ist die Frage, wie kommt man voran? Und man kommt natürlich wie immer in der Demokratie nur voran, wenn man auf der einen Seite Überzeugungsarbeit leistet, das heißt möglichst alle mitnimmt, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit hat, mehrheitlich zu entscheiden. Und jetzt ist die Frage, wie oft wurde denn diese Passerelle bisher, also diese Einstimmigkeit, um zur Mehrheit zu kommen, angewandt? Antwort null. Das heißt, es ist ein Fake, über den hier gesprochen wird, aber es ist für die Zukunft eine Möglichkeit, dass wir da, wo Europa gemeinsam handlungsfähig sein muss, besser in Zukunft mehr an Aktivitäten entfalten kann, ist es eine Notwendigkeit. Und diese Notwendigkeit funktioniert in Europa so, dass man sagt, ja, wir können auch mehrheitlich entscheiden. Es gibt eine ganz zentrale Frage, wo das mal gelungen ist, bei der Regierungskonferenz 1985 zur Vertragsreform. Da waren Griechenland und Großbritannien dagegen. Man hat begonnen, aber man hat die Länder mitgenommen. Und genauso wird es hier auch gehen. Man muss Überzeugungsarbeit leisten, man muss aber auch wissen, dass Demokratie auch Mehrheit heißt. Und gerade dieser Bundestag und besonders meine Fraktion hat immer dafür gekämpft, dass die Demokratisierung der Europäischen Union, angefangen mit der Direktwahl des Parlaments, auch eine Ausweitung der Mehrheitsentscheidung ist. Und ich bin sehr dafür, dass wir zu dieser Ausweitung der Mehrheitsentscheidung in Europa kommen. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ausweitung der Mehrheitsentscheidung heißt ja nicht, dass hier eine Mehrheit im Parlament in Zweifelsfalle sagt, das stimmen wir mal durch, sondern es ist ein Vorschlag, zu Kompromissen zu kommen, ein Vorschlag von der Mehrheit, womöglich sich alle hinter versammeln können. Und deshalb ist es ja auch in der Praxis so, dass dieses scharfe Schwert von Mehrheitsentscheidungen selbst dort, wo es die Verträge zulassen, bisher ganz, ganz wenig angewandt worden ist. Und was die konkreten Vorschläge anbelangt, sowohl von Juncker als auch auf das, was Ursula von der Leyen sich darauf bezogen hat, natürlich brauchen wir das. Es kann doch nicht sein, dass in zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen, und wir wissen doch alle, um was es bei Klima geht, wir wissen doch alle, wie notwendig der gesellschaftliche Zusammenhalt, auch die Frage, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergehen darf, wie notwendig es ist, da voranzugehen. Und da muss man auch sagen können, jawohl, wir machen Vorschläge, die a priori noch keine Mehrheit haben, aber wo wir um Überzeugung kämpfen, aber wo wir auch die Chance bekommen, dann mehrheitlich etwas durchzusetzen. Und das ist auch gut so.
Und liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb sage ich das hier ganz offen. Das, was in dem AfD-Papier angesprochen worden ist an Vorschlägen von Jean-Claude Juncker, ist auch in der großen Mehrheit die Überzeugung der Sozialdemokratie. Und ich sage auch ganz konkret, der bedeutende europäische Christdemokrat Jean-Claude Juncker hat von den deutschen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehr oft große Unterstützung gehabt, manchmal sogar mehr als von der EVP. Und es ist gut, dass wir den als Kommissionspräsidenten haben. Und ich gehe davon aus, dass Ursula von der Leyen in dieser Weise weitergeht. Wir werden das kritisch begleiten und unterstützen. Und die Sozialdemokratie wird genau dafür kämpfen, dass deutlich wird, das Beste, was die Interessen unseres Landes angeht, ist, dass wir gemeinsam in Europa für Fortschritte kämpfen. Und das ist auch gut so. Vielen Dank, Axel Schäfer. Nächster Redner für die Fraktion.